Den mache ich jetzt mal ganz einfach Platz. Ja, ich möchte jetzt opfern. Das hier. So, weg damit. Jetzt habe ich eine Angriffskraft von kurz überschlagen 3,2. Nee, 3,3. Okay, 3,3 plus 500 sind 3,8 plus 1,2 wäre genau 0. Black Pendant. Hoffen wir, dass er keine Fallenkarte oder so hat, weil ich kann keine Fallenkarten zerstören. Scheiße, weil ich nicht mehr genau hab und für Seven Tools of the Bandit müsste ich 1000 Lebenspunkte zahlen. Okay, Enter Battle Phase 2. Wünscht mir Glück. Pumpkin of the Ghosts. Angriff. What the fuck? Was ist das? Was zur Hölle war das für eine Karte? Die habe ich noch nie gesehen. Gucken. Okay, das sah nämlich so aus, die Falle, als wenn ich auch noch Schaden kriegen würde. Deswegen habe ich jetzt schon Angst bekommen. Also die Karte sah so aus, als ob ich Schaden kriegen würde. Deswegen hatte ich Angst. Und noch mehr Angst habe ich, weil ich keine Karte habe, um irgendjemanden zu zerstören. Oh, fuck. Das heißt, wenn der jetzt nochmal Monster Reburn oder sowas einsetzt und Monster mit 2-1 holt, bin ich weg. Ach, komm schon. 1-3. Okay, hau ab. Dich braucht hier kein Schwein. Trap Hole! So, weg mit dir. Nein, ich möchte nichts dagegen aktivieren. Entweist. Ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Ich hoffe es. Okay, Snake Yashi. Nein, ich beschwöre jetzt noch nichts. Nicht im letzten Moment scheitern. Das wäre echt scheiße. Kumori Dragon. Sehr gut. Und letzter Angriff. Aquamalo. Surfer. Blatt gemacht. You win. Erste Seite. Erster Sieg auf Seite 3. War gerade ein bisschen durcheinander. Ja, so super, habt verloren. Ich find's auch toll. Und nochmal die Karten. Und naja. Ne. Nichts Gutes, nicht wirklich. Ne. Campaign. Muss immer so weit blättern, das ist auch schon fast schlimm. Okay, wen haben wir jetzt? Eine Arcana, Rare Hunter, der ist cool, der ist richtig cool. Wie ihr im Hintergrund seht, der hat alle 5 Exodia-Teile. Das heißt, jetzt muss ich wirklich schnell handeln, aber trotzdem second to go. Das heißt, wenn man Pech hat, hat er in der ersten Runde alle 5 Exodia-Teile auf der Hand und man hat automatisch verloren. Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, ich habe es auch schon mal erklärt, wenn man alle 5 Exodia-Teile im Deck hat und die dann zieht und irgendwann zur Zeit des Duells alle 5 Karten entweder auf der Hand oder auf dem Feld hat, dann hat man das Duell automatisch gewonnen. Das ist der Effekt von Exodia. Mies, ne? Erstmal hier Pull of Weed. Lange nicht mehr dran gezogen. Fischer, Megamorph, Snake Yashi, King of Jamaica, Blackland Fire Dragon. Magic Jammer verdeckt erstmal. Dementsprechend kann ich. Ne, mache ich nichts. Blackland Fire Dragon oder nein. Snake Yashi im Verteidigungsmodus. Runde beenden. Mal schauen, was der so schönes zaubert. Cannon Soldier aktiviert seinen Effekt. Er kann eine Karte zerstören und mir dafür 500 Punkte Schaden machen. Nice, ne? Kann gleich noch den Effekt von Sanga aktivieren. Kriegt somit eine Karte auf die Hand und er wird ein Exodia-Teil. Ist das nicht nett von ihm? Somit hat er schon mindestens einen Teil auf der Hand. Fehlen mindestens oder maximal noch 4 weitere. Ich aktiviere erstmal Spalt. Tschüssi, Cannon Soldier, dich braucht man hier nicht. Hör auch ab. Nein, dagegen muss ich es auch nicht aktivieren. Blackland Fire Dragon, Summon. Nein, ich möchte es nicht aktivieren, nur weil ich selber einen Monster beschworen habe. Komisch, dass er es nicht versteht. Direct Attack, ich möchte nicht aktivieren. 1,5. Nein, ich möchte nichts aktivieren. Danke der Nachfrage. Vielen Dank. Ja, hier, Magic Jammer, komm, das wollen wir hier nicht haben. Discard one from my hand. Brauche ich nicht. Weil ich bin momentan nicht hinten und da der ihn nur durch seine Exodia-Teile hier gewinnen kann, brauche ich das nicht. Da ich jetzt eben nochmal hinten hinkommen werde. So, King of Jamaica könnte ich rufen oder eher Cryphor. Was hatte ich hier noch? Ach ja, Mystic Space Typhoon. Für den Fall das, ne? So, Blackland Fire Dragon, Attacke.
Attack und... Nein, Pinguin sollte ja. Kann zwei Karten auf meine Hand zurückgeben. Und logischerweise... Also doch nur eine? Ich dachte immer, es wären up to two, also up to zwei. Von up to two Monsters. Komisch, dass nur die eine nimmt. Ach, ich stecke ja da nicht drin. Runde beenden. Endphase 2, Endphase. Okay, ja, das ist jetzt nicht gerade spannend, was er gerade gemacht hat. Aber ich rufe noch in ein Komori Dragon und hier ist wieder mein Drachen-Duo. Komori and Black Land Fire Dragon. Ganz kurz komisch. Black Land Fire Dragon ist grün. Und der Komori Dragon ist so schwarz-lila. Ja, okay. Also der aus dem schwarzen Land ist grün. Und der aus dem Komori irgendwo herkommt, ist schwarz. Kleiner Fehler entdeckt? Ach, egal. So, hier, Komori Dragon. Das macht's mit dem Angriff 1-5 wieder weg. Und bei 5000 sind wir jetzt. Ja, sehr schön. Bisher habe ich, glaube ich... Ich glaube, das gewinne ich jetzt, wenn nicht allzu viel passiert. Wenn es angehen. Fuck, wenn er es jetzt macht, nur weil er nur noch eine Karte auf der Hand hat, bin ich... Also, eine Karte braucht für die 3-5 Teile. Das wäre kacke, aber ich vertraue darauf, auf mein Glück, dass er kein Glück hat und Angriff mit 600 Schaden und das macht Sangan, er holt jetzt das nächste Teil, logischerweise. So, der Kopf, er aktiviert noch nichts, okay. Sieht schon mal gut aus. Und guck mal, Dragon, hier, 1-4, nächste Runde habe ich gewonnen. Oh, nächste Runde hätte ich gewonnen. Runde beenden. Da kannst du in den obersten 5 Karten ordnen. Das heißt, der müsste schlau sein und... Ach, noch nichts, noch nichts, noch nichts. Noch Glück, noch ist die Möglichkeit da, dass wir gewinnen. Wen rufe ich? Griffor, Summon. Griffor, ausrüsten mit Black Pendant. Yo, hier, zack. Nee, halt, war das, es war bescheuert. Aber egal, ich mach's trotzdem. Enter Battle Phase, hier. Zack. Dann mit meinen stärksten Monster angreifen. 1-7. Und. Nein, ich will nichts aktivieren. 400. Okay, was war das für ein Effekt? Scalinger. Nee. Was macht das? Keine Karte ziehen. Ja, okay, keine Karte ziehen. Und deswegen hat er mich jetzt viermal gefragt, ob ich irgendwas aktivieren will. Wirklich? Egal. Hab gewonnen. Das ist schön. Gut. Alles schön, ohne große Aufregung. Glück gehabt. Nein, nur weil ich gewonnen habe, möchte ich keine Karte aktivieren. Unvorstellbar, aber wahr. So, und. Ja, typisch, ne? Keine seltene Karte. Campaign. Auf geht's, weiter. So, Arcana, Strings, Marek, Ishtar. Musik ändert sich gleich. Unentschieden, zack, unentschieden, zack, gewonnen. Second to go. Gut, ja, zieh deine Karten. Ich habe ein Monster, zwei Fallen, zwei Zauberkarten, das ist sogar symmetrisch angeordnet. Was zur Hölle? 1000 abziehen und meine einzige Monsterkarte weg. Nein, doch, die Fallkarte. Change of Heart, Monster Reborn, Crawling Dragon Number 2. Will ich wirklich pokern oder was mache ich? Ich poker. Weg damit. So, wir müssen Verteidigungspodus. Podus, ja. Nicht versprochen ist der Podus da. Verteidigungspodus. So, damit müsste ich erstmal sicher sein. Ich könnte jetzt richtig mies angreifen, aber nein, das hebe ich mir auf. So, du bist dran. Zeig, was du kannst. Ein Mystical Space dafür kannst du. Okay. Hättest von mir aus auch die andere Karte wählen können, hätte irgendwie keinen Unterschied gemacht. Und Trapo, just da. Just da, just weg, auf nimmer Wiedersehen. Und noch. Nein! Oh, fuck. Falsche Karte gewählt. Fuck. Okay, jetzt bin ich hinten und ich ziehe. Mystical. Verteidigungsmodus. Runde beenden. So, und jetzt kannst du dagegen mal anstinken, wie du willst. Da kommst du nicht vorbei. Natürlich außer mit Jinzo, der direkt angreifen kann. Schön, wie du immer wieder meine Träume zerstörst. Wunderbar. So, Draw Face, Black Land Fire Dragon.
Er hat noch kein starkes Monster. Ne, er hat noch kein starkes Monster auf dem Friedhof. Was hat der eigentlich für einen Effekt? Toll. Bringt mir überhaupt nichts. Jinzo 7 könnte ich angreifen und Schaden machen. Andernfalls wird mich Jinzo die ganze Zeit wieder mit Angriffen bombardieren. Und das will ich nicht. Da kassiere ich mal gerne die 400 Punkte Schaden ein. Kein Problem, wenn ich dafür selber 1000 machen kann. Angriff auf Jinzo Nummer 7. Bumm, tot. Und ich bin nur noch 400 Punkte. Ja, aber auf Gott. So, zieht was mit FS1. Verteidigungsmodus kann mir irgendwie nicht gefährlich werden momentan. Außer es ist ein Manita-Bug, der nachher angreift und ich dann tot bin. Das kann dann schon gefährlich werden, aber ansonsten, keine Gefahr. Von der Welt, ich brauche irgendein Monster, wo man opfern muss. Das wäre jetzt mal genial. Genial, um genau zu sein. Komodo Dragon, da braucht man nicht opfern. Runde beenden. Standby-Feld mit S1. Monster-Verteidigungsmodus. Ja, du kannst dich angreifen. Das könnte, das Duell könnte jetzt noch ewig so weitergehen, bis ich keine Karten mehr habe. Ja, und ich glaube, das wird's auch. So, na dann. Oder bis er mal ein starkes Monster abwirft. Oder vielleicht auch ich. Das ist schon 3 verdeckte Karten. Oh, nein. Ich brauche nur irgendein starkes Monster, Mensch. Meine Hand wird langsam voll. Es wird schwer, alle auf einmal zu halten. Change of... Nein. 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 Fuck that shit. Nein. Will ich jetzt? Ja, nein, ich aktiviere Kribo jetzt nicht. Weil ich halte den Schaden nämlich aus. Das mache ich ganz am Ende, um ihn richtig den Spaß zu verderben. So kurz davor, ja, ich mache einen Platz und dann du. Nein, ich habe Kuribo, du machst mich nicht platt. Yeah. Wenn sie überhaupt so weit kommt. Oder und der dann nicht noch einen Angriff übrig hat. Toll, Change of Heart. Du warst echt nett zu mir, muss ich immer sagen. Jetzt weiß ich, dass ich immer das hier noch spielen muss und Runde beenden. Toll. Dream Clown. Träumst du auch nur, dass du mir was ausrichten kannst, oder? 1-4, jetzt krieg ich erstmal ein paar Tote. Von mir aus. Trophies und eine Mirror Force. Oh, du wirst gleich so ins Messer laufen. Du wirst so in meine scharfe, spitze Klinge laufen, dass du komplett durchstoßen wirst. Bis auf 2 übrige Karten, aber sonst wirst du sowas verleiden. Mirror Force. Noob Down. Oh, fuck. Nicht gut. Ganz schlecht, um genau zu sein. Trapple, okay, sehr gut. Change of Heart, kann ich gucken, was das ist. Wenn ich nicht opfern kann, bringt es mir überhaupt nichts. Da hebe ich das lieber auf. Und hier noch, nee, nicht Komodo Dragon, sondern Fury verdeckt. So, Runde beenden. So, jetzt sieht es auch wieder halbwegs gut aus und ich habe auch nur eine Null weniger bei meinem. Fuck, der Jinzo. Dann hier, tschüss mit dir. Fuck, der Jinzo. Das heißt, ich muss angreifen in der nächsten Runde. Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Komodo Dragon. Summon. Change of Heart. Activate. Der da, weil ich keine Ahnung habe, wer das ist. Jetzt weiß ich's. Cyberjar. Destroy all ones on the field. Nein, aktiviere ich jetzt nicht. Oder warte, lass mich. Nein, als ich dort werden, brauche ich gar nicht damit zu rechnen, dass ich ihn aktiviere. Ich habe Monster Reburn. Ich könnte alle zerstören, ein paar neue legen, Monster Reburn und danach. So, ne, wisst ihr. Aber wenn er ein starkes legt. Nee, das ist einfach nichts. Oder warte, wen kann man alles legen? Lower Among the Field Face Up Attack Position. Ich könnte damit gewinnen, aber auch sowas von verlieren. Wenn wir mal zusammenrechnen, das wären 800 an minus 500, heißt 300, 1,6, 2,9 sind irgendwas mit 4 und ein Apple-Stückchen, reicht also nicht. Okay, dann.
Alles oder nichts, alles auf eine Karte, Cyberjaw! Zeig, was du drauf hast. Alle unter zerstören. So, Dark Hole, genial. Anti-Regel-Ki. Summon Skull. Jellyfish. Fischi. Fischchen. Fischi, Fischi, Fischi. Black Pendant. Und das hat mir irgendwie überhaupt nichts gebracht. Verteidigungsmodus. Regeki. Trap Hole. Puff Greed. Shrinklong. Kann sein, dass er irgendwie bessere Karten zieht als ich. Eindeutig. Okay. Dark Hole. Damit sind seine weg. Meine allerdings auch. Ja, ich weiß. Zack, zack, zack. Danach Anti-Regeki. Weil er hat Regeki gezogen. Ja. Black Pendant hebe ich mir auf. Kuribo ist super. Und der hat kein Monster. Das heißt, ich gehe jetzt wieder mal auf alles oder nichts. Da ich gerade eh dabei bin. Kann man ja so mal nochmal weitermachen, ne? Jellyfish, für dich entscheide ich mich. Warum? Weil es nun mal sich gereimt hat, ne? Angriffsmodus hier, ne? Und so weiter. Summon. Ich kann kein Monster beschwören. Scheiße, ich habe schon Monster beschwören. Fuck. Ich Idiot, ich dachte, ich habe noch frei, sonst. Nein. Nein, verdammte Kacke. Level Face, okay. 1-7 Angriff. Force. Okay, hätte eh nichts gebracht. Okay, ich habe ja nichts gesagt. So, 500 Schaden. Tschüssi. Okay, das heißt, ich habe das ganze Zug gemacht, um 500 Punkte Schaden zu machen. Yeah, 500 Punkte Schaden. Gib mir die 11. 1-9. Warum nicht? Mach mich doch gleich ganz kaputt. Aber weißt du was? Kuribo! Bam, Alter. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Bam, dann wird sich das gelohnt. Ja, Kuribo, man. Kuribo, verdammt nochmal. So, verdecktes Monster und so weiter und so fort, ne? Du kannst. Oh, Waldmütige. Ich dachte, der macht wenigstens dann. Nein. Oh, Scheiße. Ja, letzten Endes doch noch verloren, würde ich mal sagen. Und er kann die Karte noch wegwerfen, super. Julius. Scheiß Marek, ey. Ach, aber zumindest, das hier haben wir Wikiyuyo Magazin und wir gucken mal, was drin ist. Ah, Karyushin. 5 Sterne, ein Opfer für 1,8. Das ist ja schön. Die Chimera, ein Opfer für 1,6. 1,6,10, nicht zu vergessen. Cookie Bower, naja, wird toll. Clown Zombie, Supi. Und The Wicked, The Ficked Worm Beast. Das gefickte Wurm-Ungeheuer. Oder das fickende Wurmungeheuer, das hat jedermann dran, das ist auch nicht ausgeprägt. Yep. The End of the Dirt. What the fuck? Okay, doch, damit kann man coole Tricks ausführen, aber da ich die eh nicht auf die Reihe krieg, vergessen wir die Karte. So, Campaign. Champagne. Mach ich noch ein Duell? Ja, hier, ich besiege jetzt nochmal die Arcana. Ach nein, verdammt, der Typ ist echt mies. Der ist scheiße mies. Weil der mehrmals den schwarzen Magier drin hat. Ich kein einziges Mal. Ich habe nur ein Monster, was halt was genauso stark ist. Entschuldigung, wir haben es gerade eben wieder ein bisschen hoch. Platz schaffen, ne, damit mir ein Bauch reingepasst. Wie gesagt, ein Monster habe ich. Diesen heraufbeschworenen Totenkopf. Ansonsten hat er, glaube ich, dreimal den schwarzen Magier drin. Das heißt, wenn ich mich einmal auf den sein Spiel einlasse, dann kann ich gleich aufgeben. Es sei denn, ich habe drei Karten, um drei Monster kaputt zu machen. Karte Nummer 1, Karte Nummer 2, wenn er Regeki spielt. Und die stärkste Karte von mir ist noch nicht da. Lass mich raten, dass da oben ist irgendeine Karte, dass dieser Angriff hier jetzt negiert wird. In der Battle Phase probieren wir gleich mal aus. Angriff. Und. Ja, Treffer. 300 Schadenspunkte. So, Runde beenden. So, Main Phase 2. Mach deinen Zug. Dark Hole, verdammt nochmal. Dark Hole, ja, ich habe auch eine schwarze Hölle. Da kommt aber keiner rein. Da kommt ganz viel braunes Zeug raus. Aber da kommt nichts rein, ne. Ne, niemals. Oh, nein. Oh, Kopfkino. Scheiße. Oh, ich bin sogar so mitführend.
So, Gedanken wegdrängen. Nein, da kommt nichts rein. Punkt, Ende aus. Ja, okay, hol den Typen. Hol den großen Steinsoldaten mit den großen Schwertern. Er kann sie hier eh nicht reinstecken. Mein Monster war ja viel zu schwach. Viel zu luschig hier.